Komm schon, Mann. Fahr! Weißt du, was höfliches Hupen ist, junger Mann? Das klingt so sachte, freundlich. Das war bestimmt die Absicht deiner Mom. Nein, war es nicht. Mom! Ich mach gerade eine etwas schwierige Zeit durch. Tut mir leid. Entschuldigung angenommen? Ignoriere ihn. Dann würde ich ihre auch annehmen und das wär's. Es gibt nichts, weswegen ich mich entschuldigen müsste. Kannst du bitte fahren? Alles okay? Ich glaube, der Typ in dem Pickup verfolgt mich. Aggressiver Fahrer. Chillen Sie, Mann. Machen Sie sich vom Acker. Ich glaube, Sie wissen nicht so richtig, was ein schlimmer Tag ist. Aber das wird sich ändern. Der Kerl hat mein Handy gestohlen. Handy? Ich sitze hier und warte auf dich. Wessen Handy ist das? Zusammen mit deinem Freund. Hey, hör mir zu. Er ist kein Freund, okay? Er ist der Psycho, der mich heute verfolgt hat. Ihre erste Lektion beginnt jetzt. Was wollen Sie von mir? Dass Sie lernen, wie ein schlimmer Tag wirklich aussieht. Und dass Sie lernen, wie man sich entschuldigt. Klingt, als würden Sie aufwachen. Ich bin hellwach. Bieten Sie alles auf, was Sie haben. Sie werden es brauchen. Mein Name ist Carson Phillips. Ich bin Privatdetektiv. Ich trinke gern, rauche gern und ich spiele gern. Nur die großen Fische sind noch übrig. Wir leben in einer Welt voller Risiken. Ich nicht. Ich verliere nie, Carson. Es war eine Menge passiert, seit ich Texas verlassen hatte. Es ist dir gut ergangen. Manchmal trügt der Scheiß. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte dich engagieren. Meine Tochter ist eine betrogene Ehefrau. Hier werden sie als erstes suchen. Was ist mit Happy passiert? Er ist tot. Du und ich, wir wissen beide, dass sie nichts mit Happys Tod zu tun hat. Happys Ermordung? Der Schlag, der ihn getötet hat? Aktuelle Meldung. Star Quarterback tot. Hier verschwinden Menschen einfach. Kümmere dich um dieses kleine Problem. Doc besitzt alles und jeden. Ihr könnt eine Menge Geschäfte verhindern, nur indem er Lärm macht. Hat Happy Drogen genommen? Happys Droge war Rose. Happy hat sie überall in der Stadt ungeniert betrogen. Das ist eine letzte Warnung. Du bist am Zug. Jetzt sag mir die Wahrheit. Doc hat ihm befohlen, das Spiel zu manipulieren. Verschwinde. Ich kann nicht. Dies ist ein schlimmer Ort, Carson. Viel schlimmer, als du es dir vorstellen kannst. Einen Mann wie mich gibt es in jeder Stadt. Wir sind alle gleich. Einige sind nur besser. Das werde ich mir merken. Alles, was ich für Sie habe, ist ein Wort. Kenneth. Es öffnet die richtigen Türen, aber auch manch eine falsche. Nutzen Sie es mit Bedacht. Zu tun, was ich tue, brauche ich eine Vorstellung von dem, was uns droht. So wie ich das verstehe, versuchen wir, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Ich sehe hier kein Armageddon. Nein. Etwas Schlimmeres. Ich nehme an, Sie haben ein Interesse an einem gewissen russischen Staatsbürger. Wieso haben Sie mich hergebracht? Wollen Sie das wirklich wissen? Er kann mit der Zukunft kommunizieren. Zeitreisen.
Nein. Inversion. Zielen und dann abdrücken. Sie schießen die Kugel nicht ab, sie fangen sie ein. Wow. Ich habe schon zu viel gesehen. Tja, wir versuchen nur Schritt zu halten. Ihr Auftrag geht über nationale Interessen hinaus. Hier geht es ums Überleben. Ziemlich kühn. Mit kühn komme ich klar. Ich dachte, Sie sagen verrückt. Unsere Welten prallen zusammen. Wie würden Sie gern sterben? Alt. Sie haben den falschen Beruf gewählt. Was ist denn hier passiert? Es ist noch nicht passiert. Es gibt Menschen in der Zukunft, die uns brauchen. Los, Eternet brauchen. Wir müssen sie retten. Hier und jetzt. Wenn der Zeitfluss umgekehrt wird, heißt das nicht, wenn wir jetzt hier sind, dass es nie passiert ist? Sie wollen ein Flugzeug crashen lassen? Aber nicht vom Himmel. Seien Sie nicht so dramatisch. Wie groß ist denn das Flugzeug? Der Teil ist vielleicht doch ein wenig dramatisch. Ich erschließe eine ganz neue Kundschaft mit dem Zeug. Neue Märkte, neue Profitmöglichkeiten, der ganze Scheiß. Das ist jetzt schon die zweite Charge, die zu leicht und gestreckt ist. Ich weiß. Das ist dein Zuständigkeitsbereich und daher deine Verantwortung. Also kümmere dich drum. Irgendwas Neues? Sieht nicht gut aus. Wir verdoppeln die Sondereinheit. Das Zeug muss runter von der Straße. Musst du irgendwo hin? Es sind noch ein paar administrative Fragen zu klären. Also zufrieden? Das ist ein Anfang. Du begleitest mich also auf der nächsten Tour. Und du kriegst einen fairen Anteil. Na schön. Seid ihr soweit? Hast du das Problem gelöst? Sie sind wohl ein richtig großer Fischer. Ich werde vorsichtig. So sehr wir dagegen angehen, nichts hat sich geändert. Hast du sie nicht mehr alle? Du hast gespielt. Du hast verloren. Für dich ist es vorbei. Die Hauptstadt von Frankreich, mein Sohn. Weiß ich nicht mehr. Wirklich? Auch nicht mit dem Reim dazu? Papa, den Sohn in Geschichte unterwies? Die Hauptstadt von Frankreich heißt immer noch... Paris! Einem Deutschen sitzt der Sohnemann auf den Knien, scherzend und lachend in der Stadt... Berlin! Dann die Arbeit. Alle mal herhören. Sie alle kennen Oberst Rode. Er ließ nach Waisenkindern suchen, die er dann über einen Schüleraustausch ins Ausland schickte. Der Name dieser Schule war Jugend. Wir hatten Agenten auf der ganzen Welt, waren aber nicht in der Lage, sie zu kontaktieren. Und das über 15 Jahre lang. Zwei dieser Jugendmitglieder wurden nun gesichtet. Wir brauchen sie lebend. Ich dachte 15 Jahre lang, dass du tot bist. Hast du eine Ahnung, wie es mir all die Jahre ging? Die Jugend ist mein Lebensinhalt. Für dich mag er ein Fanatiker sein. Für mich wurde er zum Vater. Warum bist du hier, hä? Um mit deinem Freund zu reden. Ja, du hast ja immer für mich entschieden. Ich wollte dir etwas geben, das dir niemand wegnehmen kann. Was ist das für eine Generation, die alles von sich preisgibt? Wer du bist, wo, mit wem? Ich bin kein Spion oder Agent. Ich bin ein Niemand. So eine Scheiße würde wahrscheinlich jeder Vater gerne hören.
Was ist hier los? Alles okay, Baby. Alles okay. Mom? Ja. Was ist hier los? Was war los? Alles gut, alles gut. Wir sind okay, wir sind okay. Da ist Dad. Okay. Da ist Dad, da ist Dad. Wo, 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 wo? Wo? Mom, Mom. Oh mein Gott. Mom. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Mom. Mein Name ist Max Isaksen. Wenn ihr das hier seht, werde ich tot sein. Guten Morgen, Max. Bewerte bitte dein körperliches Befinden. Ich habe keine guten Neuigkeiten. Ihr Tumor ist erheblich gewachsen. Hören Sie mir denn zu? Stimmt irgendwas nicht? Dass wir immer zusammen sein könnten. Du bist süß. Hier ist das Hotel Aurora. Wenn Sie den Vertrag unterschrieben haben, kann Ihre Entscheidung weder rückgängig gemacht noch verschoben werden. Du wirkst etwas komisch heute. Geht es dir wirklich gut? Nein. Jetzt müssen wir nur noch einen schönen und würdigen Schlusspunkt setzen. Ich möchte dir gerne eine gute Reise wünschen. Kann ich den Plan noch verändern? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Max. Ich muss Lerke wirklich noch einmal sehen. Ich merke irgendwie gar nichts. Das kommt noch. Komm! Einfach nur nach Hause. Bist du eine Prinzessin? Gut möglich. Wirklich? Ja! Gib mir einen Kuss, gib mir einen Kuss, gib mir einen Kuss, gib mir einen Kuss! Ja! Und der liebreizende Prinz ist zurückgekehrt. Ja. Es geht los. Das Teil nimmt jetzt auf und ab sofort immer. Koslow ist ein verurteilter Straftäter. Ja, und er ist Informant für das FBI. Wir haben einen Käufer. Ich nehme alles, was ihr habt, Cabron. Ein Cop. Du bist ein Cop. Wenn die das rausfinden, dann bist du tot, klar. Du hast genau eine Chance. Die gebe ich dir in ein paar Sekunden. Ihr da! Ich will eure Hände sehen! NYPD! Das ist mieses Geschäft für mich. Stajek hat mir erzählt, der Cop hat die Waffe auf dein Gesicht gerichtet. Du schuldest Wojtek nun dein Leben. Sag, wie viel ist dein Leben wert?
Du brichst die Bewährungsauflagen. Ich soll zurück ins Gefängnis. Wenn es einer schafft, Drogen da reinzukriegen, dann du. Ich will raus. Gehen wir auf den Plan des General ein. Beweisen wir, dass Fentanyl in einem Staatsgefängnis vertrieben wird, bringt ihn das definitiv hinter Gitter. Und dann sind sie ein freier Mann. Wenn du da wieder reingehst, kommst du nie wieder raus. Ich untersuche den Mord an jemandem, der mir sehr nahe stand. Dieser Detective darf nicht herausfinden, dass bei der Ermordung seines Kollegen ein FBI-Informant anwesend war. Sie wollen sich als kleine Außenstelle mit der größten Polizeibehörde der Welt anlegen? Wir stehen auf einem guten Kampf. Was überlegst du? Beerdige ihn. Er hat Familie. Wir kennen ihn persönlich, haben einen Deal mit ihm. Ich habe keine Kinder. Ich würde den Schmerz nicht ertragen, wenn ihnen etwas passiert. Bitte, Daddy, komm wieder nach Hause. Ich habe Angst. Ich tue alles, was ich kann. Ich bin der Henker, du Wichser. Und ich hab dir gerade die Schlinge um deinen Hals gelegt. Ich komm da nicht raus. Die Sache endet jetzt. Überraschung. Was ist passiert? Der schlimmste Tag seit 18 Jahren. Wie viele Cops? 8. Wieso waren Sie hier? Es wurde ein Überfall gemeldet. Schusswechsel! Schusswechsel! Officer verwundet! Wenn wir Sie in den nächsten 3 bis 4 Stunden nicht schnappen, sind Sie weg. 21 Brücken verbinden Manhattan. Schließt sie. 3 Flüsse. Dicht machen. 4 Tunnel. Blockiert sie. Stoppt jeden Zug und läutet die U-Bahn um. Dann fluten wir die Insel mit Polizisten. Das ergibt keinen Sinn. Der Auftrag war 30 Kilo und wir finden 300. Sie müssen Manhattan morgen früh freigeben. 8 tote Polizisten ist eine Sache. Dass der Aktienmarkt Milliarden verliert, eine ganz andere. Es heißt, sie wären furchtlos. Der Kerl, der Cop-Killer tötet. Einer, der in jedem toten Bullen seinen Vater sieht. Niemand kommt ihm zu nahe. Er gehört mir. Du wirst diese Insel nicht verlassen. Außer Atem machte sie zum Star der Nouvelle Vague. Was meinen Sie, wieso ganz Frankreich sich in Sie verliebt hat? Sie haben sich in meine Rolle verliebt. Stattdessen bekamen Sie mich. Und wer ist das? Wer ist Jean Seberg? Millionen Amerikaner sehen sie und fangen an zu träumen. Sie wollen das Mädchen aus dem Mittleren Westen. America's Sweetheart. Genau diesem Image versuche ich schon immer zu entkommen. Dieses Land führt Krieg mit sich selbst. Vietnam, die Unterdrückung der Schwarzen in Amerika, Ausdruck des immer gleichen Rassismus. Die Revolution braucht Filmstars. Wer ist das? Irgendeine Schauspielerin, die auf Gratis-Publicity aus ist. Sie spendet seit langem an Bürgerrechtsbewegungen. Sie ist eine Sympathisantin, Sir. Sie könnte nützlich für uns sein. Sie müssen verrückt sein, sich mit so einem Auto in diese Gegend zu trauen. Sie waren überhaupt nicht auf mein Geld aus, sondern auf mich. Hallo? Hallo? Sie haben Wanzen installiert. Sie hören mit. Ich höre das leise Klicken in der Leitung. Ich glaube, es ist die Regierung. Wo warst du? Wir wurden im Büro festgehalten. Unser Job ist es, Ihr Image in der Öffentlichkeit zu beschädigen. Es gibt Dinge, die mir angeordnet wurden. Das sind Fotos aus Ihrem Schlafzimmer. Hast du eine Affäre? Die gehen zu weit bei ihr. Sie zerbricht daran. Anweisungen von ganz oben. Mrs. Seberg, hören Sie auf damit. Die zerstören Sie. Ihren Ruf. Ihre Karriere, Ihre Familie. Du erträgst es nicht, dass ich an Größerem beteiligt sein könnte als an Büchern, Artikeln oder Filmen. Beteiligt bist du nur am Scheitern von 2 Ehen. Wer ist da? Sie fahren mit ihrer Limousine vor, öffnen ihre Schenkel und ihr Scheckbuch und denken, sie hätten das Recht, alles zu tun, was sie wollen. Ich wollte immer nur helfen. Das macht sie nicht zu einem besseren Menschen, sondern zu einer Touristin. Den zu diffamieren, der seine Stimme gegen die Regierung erhebt, kommt einer Hetzjagd an. Du hältst die Nägel schon in der Hand und wartest darauf, gekreuzigt zu werden. Sie haben ein Recht auf die Wahrheit. Eine Frau hat ihre Geheimnisse.
Danke, dass Sie alle gekommen sind. Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen deutet nichts auf eine Entführung hin. Wir müssen sicher sein, dass der Junge sich nicht verlaufen hat. Ich bitte Sie, mit der allergrößten Aufmerksamkeit zu suchen. Viel Glück an alle. Glauben Sie an eine Entführung? Na los, Bewegung. Es ist egal, was ich glaube. Schlimmer ist, dass alle das glauben. Niemand weiß, wo er ist. Ich habe überall gesucht. Keine Sorge, man wird ihn finden. Das muss schwer für Sie sein. Aber da ist was faul. Wo waren Sie zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr? Was ist los, Mama? Die Polizei war heute am Laden. Wenn er unschuldig ist, warum schweigt er dann? Wir sollten ihn finden, bevor uns hier alles um die Ohren fliegt. Wir beide haben ein kleines Geheimnis. Was für eine schmutzige Geschichte. Alle darunter. Man hat das Gefühl, die Wahrheit ist da. Ganz nah. Man muss nur die Hand ausstrecken. In der Nacht seines Todes hat die Familie also gemeinsam den 85. Geburtstag ihres Vaters gefeiert. Wie war's? Die Party? Vor Vaters Tod? Oh, die war toll. I'm gonna live till I die. Sie glauben, niemand aus der Familie hat ihn ermordet. Wollen Sie das damit andeuten? Sie alle lieben es, sich gegenseitig das Messer in den Rücken zu rammen. Ihr könnt mich mal. Oh, wie reizend von dir. Ach, wisst ihr, leck mich doch. Du verzogener, bornierter Drecksack. Wie ist damit? Leck mich, leck mich, leck mich. Leck mich. Sonst wohin. Und du leck mich sowas von. Ich vermute Fremdeinwirkung. Und ich habe noch keinen als Verdächtigen ausgeschlossen. I'm gonna live, live.